Fernando Alonso erleidet Kieferbruch Formel 1, Alpine gibt Update zu Alonsos Zustand. Formel 1 Pilot Fernando Alonso hat sich bei seinem Fahrradunfall am Donnerstag den Oberkiefer gebrochen. Der Spanier wurde bereits operiert. Das teilte sein Rennstall Alpine F1, früher Renault, in einem Statement. Der 39-Jährige war beim Training in seiner Schweizer Wahlheimat Lugano mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Alpine ist Alonsos F1-Comeback beim Saisonstart in Bahrain, 28. März, nicht in Gefahr. Video, RTL-Experte, wie es für Alonso weitergeht. Saisonstart nicht in Gefahr, es war die Schrecknachricht am Donnerstagabend. Alonso ist beim Fahrradtraining in der Schweiz von einem Auto. Der Spanier kam sofort ins Krankenhaus. Schnell teilte sein Team mit, dass der zweimalige F1-Champion bei Bewusstsein sei und es nun gab der Rennstall ein offizielles Update. Alonso wurde in eine Klinik in Bern gebracht. Dort habe man ihn bereits erfolgreich am Oberkiefer operiert, die Ärzte seien mit dem Verlauf zufrieden, der Spanier bleibe vorsorglich noch 48 Stunden in der Klinik. Nach einigen Tagen kompletter Erholung wird er sein Training Schritt für Schritt wieder aufnehmen. Wir gehen davon aus, dass er voll einsatzfähig sein wird, um seine Saisonvorbereitung durchzuführen, hieß es in dem Alpine-Statement. Alonso, begeisterter Radfahrer. Der Unfall passierte in der Nähe von Lugano bei einer Trainingsrunde auf dem Rennrad. Der Formel 1-Pilot aus Oviedo ist seit Jahren ein begeisterter Rennradfahrer. 2013 stand Alonso sogar vor der Übernahme eines Radrennstalls. Die Verhandlungen mit dem damaligen Euskaltel-Team scheiterten aber auf den letzten. Zu Alonsos Kumpeln gehört auch der ehemalige spanische Radstar und Tour de France-Sieger Alberto. Momentan bereitete sich Alonso nach zweijähriger Pause auf die Testfahrten Mitte März und das erste Rennen im Meer zur Formel 1. Marco Wilgehälter deckeln. Hamilton ist einfach zu teuer. Formel 1 friert ab 2022 die Motoren.